Hallo ihr Lieben, hier ist Crank One und heute mal mit einem ganz, ganz besonderen Unboxing. Ja, ich habe gestern dieses wunderschöne Paket bekommen und hier steht drauf, das könnt ihr sicher gut lesen, liebe Grüße aus Leverkusen. Ja, der gute Der Broyo hat mir dieses schöne kleine Paket geschickt. Das kann ich natürlich gleich mal aufmachen, ne? Ich weiß natürlich schon, was drin ist. Ihr seht es sicher auch schon. Oh, nee, doch, ich mach's mal nicht in dem Videotitel. Dann wisst ihr es nämlich nicht. Das ist gut gepolstert, dass auch gar nicht passieren kann. Es ist Borderlands. Ja, verdammte Scheiße, ist das geil. Borderlands. Ein sau cooles Spiel. Wollte ich irgendwie schon immer mal haben, hatte ich schon öfters überlegt, kaufst du es jetzt, kaufst du es nicht, war auch oft im Angebot, aber ich habe es dann doch gelassen. Und der gute Broyo meinte einfach, ja, es liegt bei mir rum, du willst ganzes haben. Und ich dachte, ey, klar, warum nicht? Und das ist doch einfach mal eine richtig geile Sache. Kennt sicher jeder von euch dieses Spiel, einfach nur klasse. Und auch klasse, dass er das so gemacht hat. Einfach nur genial. Dafür danke ich dir. Ganz, ganz toll. Schöne Bilder. Klasse Grafik. Die ganzen Variationen, die man hier machen kann. Ich sehe gerade, die Hülle glänzt ein wenig. Total cool. Durchgeknallt und abgefallen. Ja, genau. So sieht es nämlich aus, Freunde. Hier mit der Oh, hier ist sogar noch ein kleiner Zettel. Mach weiter, so geile LPs, PS, CD muss zum Spielen ins Laufwerk. Ja, das ist mir auch klar. Aber danke. Und danke auch für das Lob, natürlich, für die Let's Plays. Ich hoffe, den anderen Abonnenten gefallen sie auch. Mir macht es natürlich immer wieder Spaß, die Let's Plays aufzunehmen, euch da ein bisschen zu unterhalten, gerade selber zu spielen und dabei zu kommentieren. Ist einfach nur klasse. Macht extrem Spaß und YouTube allgemein total geiles Hobby. Und ja, die Aktion freut mich gerade total. Hier ist sogar noch Werbung für Bioshock 2. Läuft ja gerade aktuell auf dem Kanal von Gronkh. Und hier nochmal das Booklet. Schön im Rot gehalten. Mit einer Menge Spieltipps hier. Wie man die Beute einsammelt. Die Logbildschirme, das könnt ihr alles hier, denke ich mal, relativ gut lesen. Ist zwar leider keine Full-HD-Kamera, aber es müsste trotzdem alles gehen. Also ein verdammt cooles Spiel. Hier mal die Steuerung erklärt. Das alles also hier drin im Booklet. Die CD gefällt mir auch gut, ist relativ schlicht, aber passt auf alle Fälle zum Booklet und zum Spiel. Ja, gerade was mich an dem Spiel so fasziniert, ist halt diese Mischung aus Shooter und Rollenspiel und die ganzen Waffenmodifikationen. Also ich glaube, wenn man alle Modifikationen zusammennimmt, also verschiedene Visiere und alles, dann kommt man da auf 1 Million Waffen oder mehr oder total krass irgendwie. Extrem geil. Und ja, der Zettel ist echt cool mit den Let's Plays, mach weiter so. Das werde ich auf alle Fälle. Also ist ja nicht so, dass ich mich in meinen Videos verstelle. Also es bin 100% ich und ich glaube, das ist auch nicht so schwer, dann sein eigenes Ich weiterhin zu zeigen. Und wenn ihr denkt, dass ich gute Videos mache, dann ist natürlich perfekt. Dann ist es genau die Bestätigung, die ich haben möchte und das freut mich und das ist auch große Motivation weiterzumachen. Gerade du, also Broyo, du schreibst immer auf Kommentare, dass meine LPs super sind und dass das Video gut war und all sowas. Sowas ist echt cool und es motiviert wirklich zum Weitermachen und freut einen dann auch. Also echt wirklich klasse. Und vielen Dank nochmal. Also das war's mit dem Special Unboxing hier von mir. Ich hoffe, es steht. Nein, natürlich nicht. Egal, dann halte ich es eben fest. Okay, Leute. Ciao, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.